Gleich werden Marc die Polypen entfernt. Er ist der erste Patient des neu eröffneten Zentrums für ambulantes Operieren und kann schon in wenigen Stunden nach Hause gehen. Ambulantes Operieren bietet dem Patienten den Vorteil, dass er morgens zu uns kommt hier in unser Zentrum für ambulantes Operieren und dann selben Tag wieder nach Hause entlassen werden kann. Ja, wir arbeiten ja hier im Prinzip mit drei verschiedenen Dingen. Wir arbeiten mit einem operativen Pflegebereich, der dafür da ist, die Operationen zu leiten, die Patienten zu betreuen während dieser Operation. Dann arbeiten wir mit dem anästhesiologischen Bereich, der dazu da ist, die Patienten zu narkotisieren, über die Zeit der Operation zu begleiten und zu sichern. Und den pflegerischen Bereich für vor der Operation und nach der Operation. Als Teil des Zentrums für integrative Medizin ermöglicht das Zentrum für ambulantes Operieren den chirurgischen Abteilungen der HNO Kinderheilkunde, Gynäkologie, Orthopädie, Unfallchirurgie sowie der plastischen Chirurgie hier nun ambulante Eingriffe durchzuführen. Ich gehe davon aus, dass in dem laufenden Jahr noch weitere chirurgische Abteilungen dazukommen, die eben überzeugt sind von diesem neuen OP-Zentrum und entsprechend auch die Vorteile sehen, die wir ihnen hier als Plattform anbieten können. Die Weiterentwicklung der Medizin hat dazu geführt, dass Eingriffe, die einst stationär durchgeführt werden mussten, nun auch ambulant behandelt werden können. Das ist ein genereller Trend in der operativen Medizin, dass früher für viele Eingriffe die großen Schnitte nötig waren, die dann doch längere Heilungszeit erfordert haben. Heute sprechen wir ja von der minimalinvasiven Chirurgie. Das heißt, die Schnitte werden kleiner, oft kann mit Optiken gearbeitet werden. Und all das führt dazu, dass Eingriffe heute ambulant durchführbar sind, die früher mehrere Tage stationären Aufenthalt erfordert haben. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass wir hier auf dem Venusberg im Universitätsklinikum Bonn nun eine der besten Voraussetzungen schaffen konnten. Ein Vorbereitungs- und Aufwachraum, 4 Operationssäle und ein Ruheraum für die Patienten und deren Angehörige. Das alles auf 1000 Quadratmetern. Die nahe Anbindung des Zentrums an alle anderen Einrichtungen des Universitätsklinikums gewährleistet eine schnelle Versorgung für den Fall der Fälle. Wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann ist von der Logistik angefangen bis zum operativen Ablauf und der Anästhesie und dem Aufwachraum alles so, dass nichts fehlt, dass alles da ist und dass es dem Patienten gut geht. Marc ist nach seinem Eingriff inzwischen wohlauf und freut sich, denn jetzt gehe ich nach Hause. Dort packt Marc sein Geschenk als erster Patient des Zentrums für ambulantes Operieren auch gleich aus.